Die Tochter liegt auf dem Boden, ist aber Bewusstsein. Die hat die Beine der Mutter umklammernd und so, weint. Okay. Und ist, ja, man könnte sagen, sie ist hysterisch. Also, ist hier ein Unglück geschehen? Können wir irgendwas tun? Ist jemand verletzt? Ich verfüge über Arznei und die Kenntnis der Wundversorgung. Ja, also wenn ihr auf den Gang dann tretet, also Noah guckt aber so rüber zu dem Schlafzimmer und ja, wie gesagt, Brandon steht da dort, diesen Pfeil in der Hand und er stammelt die ganze Zeit. Nein, das darf nicht sein, dieser Unhold. Es kann doch nichts dafür. Ich würde mal zu Brandon rüber stolpern, mich irgendwie so mit einem Arm auf der Wiege abstützen, mit der anderen ihn auf die Schulter klopfen. Was ist denn geschehen? Hier ist ja ein Riesenlärm. Wenn du in den Raum hineingehst, also das ist halt offenbar das Schlafgemach von seiner Tochter, siehst du, dass so ein bisschen hinter ihm stehend noch ein weiterer Mann steht, den ihr am Abend vielleicht mal kurz gesehen habt. Das ist Ingmar, der Schmied. Ingmar ist der Ehemann von Brennans Tochter, also sprich der Vater des Kindes. Die Tochter selbst heißt übrigens Kes, K-I-S. Ingmar steht da, und er ist blass, aber wirkt auch zornig. Und wenn du halt dich neben Brandon stellst, kannst du schon, ja, unweigerlich fällt dein Blick auf die Wiege, die sehr schön gefertigt ist, und die aber leer ist. Dort liegt nur ein. Ja, so ein bisschen so eine zerwühlte Decke. Und als du ihm die Hand auf die Schulter legst, siehst du, wie Brandon so seinen Kopf so ganz langsam zu dir dreht. Er wirkt komplett so, als würde er neben sich stehen. Du siehst Tränen in seinen Augen. Packt er sich so am Kragen und fängt an zu flehen. Ihr müsst mir helfen. Ihr müsst mir mein Enkelkind zurückbringen. Ihr müsst das Kind meiner Tochter retten. Wohin zurück? Wer hat es entführt? Guck dich noch an, deinen Kragen immer noch so in deinen Händen. Du kannst es erkennen, dass dieser Pfeil, den er in den Händen hält, mit schwarz-weißen Federn geschmückt ist. Und er lässt sich plötzlich los, so als würde er wieder zu sich kommen. Guckst du kurz so Ingmar rüber, guck dich an, guckst du an dir vorbei, auf deine Kameraden, die im Flur stehen und zu euch rüberschauen und meint dann, kommt mit, wir müssen reden. Und er lässt sich halt los und geht die Treppe runter in den Schankraum. Ja, ich richte den so ohnehin kaputt gelegenen Kragen und würde ihm folgen. Ich werde mir trotzdem nochmal was überziehen. Wie gesagt, ich war ja bisher nackt und dann habe ich dann doch den Anstand, nochmal kurz reinzugehen, um mir wenigstens ein Unterzeug anzuziehen. Prio, sei Dank. Ich vermisse diesen Anstand. Ja, Ansa sucht ihren zweiten Schuh und findet ihn dann irgendwann in der Ecke da von Orlands Bett und dann eilt sie hinab in den Schrankraum. Ich nehme mir auch meinen Mantel und gehe runter. Also gehe mich mit dem Mantel über. Ja. Unten im Schankraum macht Brandon so eine Geste, dass sich einer Tische. Es liegt nur noch der Geruch von Essen und von Tränken in der Luft, aber der Raum wurde gut aufgeräumt. Man kann zwar noch erahnen, dass hier ein wildes Fest gefeiert wurde, aber dass es hier eine sehr schlimme Schlägerei gegeben hat, das sieht man nur, wenn man dabei gewesen ist. Ohne was dann gehst du halt, euch an den Tisch zu setzen und er legt so diesen Pfeil in die Mitte von dem Tisch. Und Ingmar ist euch hinterhergedackelt, auch er setzt sich mit an den Tisch. Man sieht aber einmal auch an, dass er immer noch sehr viel Wut in ihm drin ist. Und Brandon fängt an zu erzählen. Ihr habt sicherlich gehört, wie das Tal besiedelt wurde, wie wir angekommen sind und davon, dass uns ein Elf zu Hilfe kam, als wir von diesem Troll angegriffen wurden. Nun, es ist nur die halbe Wahrheit. Es war nicht nur ein Elf, es waren zwei Elfen.
Brennan hält kurz inne, so als müsste nachdenken. Eine Frau bei dem Kampf mit dem Troll starb, die Elfenfrau, und der Elf war außer sich vor Wut. Er machte uns für dieses Unglück verantwortlich und er sagte, dass er für diese Schuld das erste Kind nehmen würde, das hier im Tal geboren wird. Der Wirt zeigt auf den Pfeil, der dort in der Mitte liegt, und meint, das ist sein Pfeil, ich erkenne ihn wieder. Nein! So ein ähnliches Geräusch macht zumindest Ingmar gerade, der aufspringt und Brennan anbrüllt. Du hast es all Jahre gewusst und verschwiegen! Wir hätten uns schützen sollen! Warum hast du nichts gesagt? Es wirkt für einen Augenblick so, als würde Ingmar sich auf Brennan stürzen wollen. Brennan ist jetzt den Tränen wieder sehr nahe, so wie vorhin, als er an der Wiege stand. Er meint, all die Jahre hat ihn niemand gesehen. Seine Drohung war in Wut und Trauer gesprochen. Er war außer sich. So wie es du jetzt deine Worte auch sprichst. Wir haben ihn vergessen. Wir dachten, er sei tot. Er blickt euch an. Ihr müsst ihn suchen. Ihr müsst mein Enkelkind retten. Egal, was es kostet, ich zahle es. Bringt mir mein Enkelkind zurück. Das war sicherlich ein Zeichen von Prios selbst, dass wir hier in dieser Formation aufgetaucht sind, um euch in dieser Nacht zu retten. Selbstverständlich, guter Mann, werden wir aufbrechen, um euer Kind wiederzuholen aus den Fängen eines fiesen Elfen. Ingmar meint, ich komme mit. Darauf wird jetzt Brennan wieder laut. Nichts wirst du, deine Frau braucht dich. Ein Schmiedehammer ist etwas völlig anderes als ein Schwert. Sieh dir den Troll oder den Wasserfall an. Ich habe gesehen, was dieser Elf zu tun vermag. Das ist etwas für erfahrene Leute, so wie diese Herren und die Frau Theurgin dort. Denk doch auch an deine Frau. Und Ingmar schnauft einmal verächtlich und stapft dann wütend die Treppe rauf. Macht euch keine Sorgen. Ihr habt nicht nur eine Theurgin, die für euch streiten wird, sondern auch einen Vertreter des Ordo Magica mit Fähigkeiten, die durchaus in der Lage sein werden, sich diesen Elfen entgegenzustellen. Ich bin sehr sicher, dass wir euch unterstützen können und dass wir alles dafür tun werden, um euer Kind zurückzuholen. Warum betonst du die Fähigkeiten eines Magiers umso mehr? Ich meine, ich bin ein Pansar. Und warum betonst du meine Fähigkeiten nicht? Oder die von Beremo? Weil wir es mit einer Kreatur zu tun haben, die in der Lage ist, einen Troll in Stein zu verwandeln. Ich bin sicher, dass wir die Fähigkeiten eines Magiers mehr als gut gebrauchen können. Kannst du den Troll unten im Wasserfall zurückverwandeln? Das nicht. Dann sind deine Fähigkeiten genauso nützlich wie meine. Wir werden sehen. Ihr solltet sehr vorsichtig sein und nicht hier so verächtlich über die Fähigkeiten und die Macht des Prios sprechen. Denn ich kann dort nur dem guten Orlan zustimmen. Natürlich könnt ihr euren Teil beitragen, aber vor allen Dingen Prios wird dazu führen, dass wir dieses Kind retten, auf jeden Fall. Wir sind alle genauso fähig wie jeder andere auch. Genau, wenn Freund Wüter den Elfen nicht vorher zu Klump haut, kommen wir vielleicht auch noch zum Zuge. Dann lasst uns unsere Kräfte vereinen. Ja, so, einer für alle für einen, oder was? Naja, wenn jeder das beiträgt, was er gut kann, dann hat dieser Elf sicher kaum eine Chance gegen uns. Ich würde sagen, das ist das Vernünftigste, was ihr heute gesagt habt. Ich würde sagen, wir überleben das einfach, weil wir Freund Wüter versprochen haben, mit ihnen in den Wald zu gehen. Also nicht in den. Also gut, dann gehen wir jetzt erstmal wieder ins Bett. Eine Jagd macht nur Sinn, wenn wir ausgeruht sind. Nein, bitte, ich rede nicht. Wo waren wir gerade? Das Kind ist so klein, es braucht regelmäßig Milch und muss versorgt werden. Und jetzt habe ich Adrenalin und morgen früh einen tierischen Kater. Der Sonnenstein wird uns wird uns durch die Nacht führen, der wird uns Licht und Wärme spenden. Wir benötigen kein Sonnenlicht dafür. Der Sonnenstein, auch, also habt ihr das Licht Prios bei euch? So kann man es auch sehen. Dann gehen wir halt sofort los. Hört auf, euch zu streiten, packt eure Sachen, es geht los. Auch ich bin immer bereit. Dir fehlt noch ein Schuh.
Ja, macht es wirklich einen Unterschied, ob ich jetzt passende Schuhe trage oder nicht? Hauptsache, es ist festes Fußwerk. Ich habe einfach den nächstbesten genommen. Das ist aber nicht meiner, oder? Möglicherweise habt ihr große Füße. Ich habe große Füße. Natürlich habe ich große Füße. Für so einen kleinwüchsigen Herrn? Nun gut, es ist möglich, dass es euer Schuh ist. Nun gut, ich gehe zurück und ziehe passende Schuhe an, aber dann sollten wir aufbrechen. Denk an das Kind. Ja, los, los. Ich bin bereit. Ich packe demonstrativ den Sonnenstein aus, sodass er für alle sichtbar leuchtet. Fein. Und was ihr so findet oder nicht findet und wie das Abenteuer seinen weiteren Verlauf nimmt, klären wir beim nächsten Mal.